Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wir haben jetzt gerade Donnerstag und eigentlich habe ich schon seit Montag gevloggt. Das Problem ist, mein Handy ist kaputt und ja, ich bin jetzt die Lara aus der Zukunft. Ich habe schon ein, zwei Szenen noch gestern Abend gefilmt und so. Die blende ich euch jetzt auf jeden Fall nochmal ein. Und ja, ist natürlich ein bisschen blöd, aber mal gucken, wie das weitergeht. Ja, also wir haben jetzt ein klitzekleines Problem und zwar ist mein Handy kaputt. Also es ist nicht kaputt, also es ist halt so ausgegangen, weil es keine Prozente mehr hatte. Dann wollte ich es halt anschließen ans Ladekabel und jetzt geht es nicht mehr an. Wir haben so ganz viele Knöpfe schon gedrückt. Ja, und deswegen nehme ich jetzt gerade einmal mit Mamas Handy auf, weil ich euch das jetzt zeigen wollte. Also ich habe noch ein paar übrig und ich will auch da unten noch alles komplett voll machen. Aber dafür muss ich noch ein paar mehr ausdrucken. Oh mein Gott, ich habe mir gerade eben nochmal so einen Pink Drink gemacht. Okay, der sieht absolut gar nicht pink aus. Ich habe mal wieder ein bisschen zu viel Kugelsmilch da reingetan, aber naja, ich hoffe, dass die ganzen Videos überhaupt noch auf meinem Handy drauf sind. Ansonsten werde ich wahrscheinlich Sonntag kein Video hochladen, aber ihr werdet ja dann sehen, ob der Vlog online gekommen ist oder nicht. Genau. Und ich war gerade so, oh nee, ich muss jetzt echt die ganze Zeit noch duschen, aber das ist mir eingefallen, dass ich morgen Spanisch erst und zweiten Fall habe. Das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen was anderes machen. Oh mein Gott, nein! Also das Ding ist, in voll vielen Städten so hier im Norden fällt morgen die Schule aus, wegen dem Hochwasser und dem Sturm und so. Die haben es gerade im Radio so angesagt. Die ganze Zeit wurde sowas aufgezählt. Ich war so, Hamburg, Hamburg, bitte Hamburg. Aber es kam nicht. Das heißt, ich habe morgen leider keinen Schulfrei. Aber naja, wenigstens habe ich erst den zweiten Entfall. Guten Morgen. Ja, es ist eine richtig doller Sturm gerade draußen und wie immer werde ich nicht gefahren. Nicht, wenn meine Eltern keinen Bock haben oder so, aber es geht halt einfach nicht, weil die keine Zeit haben und weil ich halt einfach später zur Schule gehe. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt um 8 Uhr gehen würde, dann könnten meine Eltern mich nicht mehr nehmen. Also muss ich natürlich mit dem Fahrrad fahren. Naja, außerdem, mein Handy geht immer noch nicht, deswegen fliege ich mich gerade schon wieder mit dem Handy von meiner Mutter. Ich werde mich jetzt erstmal fertig machen und alles so regeln und so und ab und zu probieren, euch mitzunehmen, wenn ich irgendein anderes Handy noch in der Nähe habe, um mitzufilmen, genau. So, ich habe mich jetzt komplett fertig gemacht. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, keine Ahnung, was ich da machen soll. Aber naja, mal gucken. Vielleicht lernt man ein bisschen was, weil ich habe heute so einen Mathe-Vortrag. Oh mein Gott, das sieht so komisch aus. Das sind die Sommersprossen mit viel zu fett und meine Augen. Okay, egal, reden wir nicht darüber. Ich wollte euch eigentlich was sagen. Und zwar bringt mein Vater mein Handy jetzt weg ins AIZ, also nicht jetzt, aber heute. Und hoffentlich sind dann noch die restlichen Videos von den letzten Tagen da. Oh mein Gott, das ist so scheiße. Warum muss das? Also wahrscheinlich liegt es am Akku, weil der war eh immer schon so kritisch und der wird einfach ausgewechselt und ich hoffe, danach geht es alles wieder und es ist alles noch da. Wir haben zwar noch so ein Update gemacht, also wir haben es schon eigentlich so gesichert mäßig, aber das ist halt irgendwie schon ein, zwei Wochen her so, deswegen, ja. Genau, und was ich noch sagen wollte, ich werde mit dem Auto gefahren. Mein Vater ist so lieb und fährt mich heute hin und er holt eh noch nachher meine Schwester ab. Deswegen kann er mich dann auch einfach mitnehmen, weil wir gleichzeitig Schulschluss haben zum Glück. Und das freut mich auf jeden Fall gerade. Es war gerade alles noch ein bisschen chaotisch, aber jetzt ist alles geklärt mit Fahren und so. Und ich werde noch von einer Freundin mitgenommen und mein Vater holt uns dann ab und so. Und ja, auf jeden Fall fahre ich mit dem Auto, weil das ist echt nicht so nice, wie es da draußen stürmt und regnet. Ich wäre so pitschepatsche nass geworden, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren wäre. Ja, ist auf jeden Fall besser so. Genau, und ich werde mich dann nach der Schule wahrscheinlich wieder melden. Ich will jetzt nichts sagen, aber es gibt schlechte Neuigkeiten. Der erste Teil von dem Vlog ist komplett weg. Ja, mein Handy ist komplett kaputt. Da gab es wahrscheinlich einen Kurzschluss wegen dem kaputten Kabel und alles ganz bescheuert gelaufen. Ja, ich mache es jetzt einfach so. Ich zeige euch einfach mal, was ich so die Tage ungefähr gemacht habe oder sage ich das. Und dann werden wir sehen, dann werde ich probieren, das einfach hochzuladen, wenn das lang genug ist und spannend genug. Ja, genau. Also, am Sonntag war ich im Kino und danach waren wir Döner essen. Und der war richtig lecker, aber der war todesscharf, genau. Das war am Sonntag, was Spannendes noch passiert ist. Und dann, wo ich euch eigentlich die ganze Zeit mitgenommen habe, war das. Ich habe nämlich meine Tür so dekoriert. Wartet. Die sieht jetzt nämlich so aus. Ich habe so Zettel genommen, die so ausgeschnitten und so. Und da auch solche Aufkleber selber gemacht. Und es gibt zwar noch so ein paar andere Sachen, so ein paar Fotos, aber da waren jetzt nicht so wichtige Fotos und so. Und kann auch sein, also nee, ich habe keine iCloud, deswegen werden die eh nicht abgeloadet. Aber ich habe zum Glück mein Handy ab und zu manchmal so gespeichert. Aber das letzte Mal war halt einfach im Januar.
am 6. Januar und das ist halt einfach ein bisschen zu lange her. Die ganzen Daten von da sind dann halt einfach futsch. Ja, naja, wir werden sehen. Und vor allem brauche ich jetzt erstmal ein neues Handy und das ist auch immer nicht so ganz günstig, wenn man sich immer iPhones kauft. Ist zwar an sich halt scheiße so, aber mehr Content für euch. Naja, egal. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich probiere euch irgendwie auf Mama und Papa so das Stellas Handy mitzunehmen und ja. Ja, also die Cookies sind im Ofen und es ist super und ich habe mich jetzt dazu entschieden, noch Vanillepudding dazu zu machen, weil ich einfach gerade Bock auf Vanillepudding und Cookies habe. Guten Morgen, ja, ich melde mich mal wieder und ich bin ins Badezimmer gekommen und dachte, ist das irgendwie keine Ahnung was, aber wartet mal. Das ist einfach der Himmel. Der sieht so fucking aus wie mit Textmarkern mit 100.000 Filter. Es ist der Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall schreibe ich heute auf jeden Fall noch die Englischarbeit. Ich habe jetzt ein bisschen gelernt, aber ich kann es eigentlich. Ansonsten habe ich heute nichts mehr geplant, weil wegen diesem Sturm und so fahre ich heute leider nicht zum Rollerskaten. Ich bin jetzt schon etwas länger aus der Schule zurück und habe jetzt einfach die ganze Zeit noch gechillt. Und jetzt machen wir gerade noch ein bisschen Pfannkuchen. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, heute gar nichts geplant, weil zum Rollschuhfahren gehe ich ja heute nicht. Und genau, vielleicht mache ich meine Wand nochmal, also meine Tür noch ein bisschen weiter, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja. Ich habe jetzt gerade noch mit meiner Mutter und meinem Vater zusammen einen Film geguckt und draußen, ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber es ist so, so, so fucking windig und so ein krasser Sturm. Es ist der Wahnsinn. Wirklich. Genau, ja. Vielleicht überlege ich mir noch mal was für morgen. Meine Tür habe ich heute nicht mehr fertig geschafft oder überhaupt irgendwas. Aber nein. Guten Morgen. Ja, wie ihr sehen könnt, oh Gott, es regnet auch. Und es ist immer noch todeswindig so. Aber naja, wir fahren jetzt ins AIZ, weil ich nach einem Ballkleid oder nach so einem Abendkleid gucke für den Abtanzball. Weil ich ja beim Tanzen bin. Ansonsten gehen wir halt auch einfach noch so ins AIZ und ja. Wir sind gerade noch an einem Secondhand-Laden und oh mein Gott, das ist eigentlich eher so ein Mütterladen, aber es gibt trotzdem so geile Sachen. Ja, also an sich so mag ich das, aber es hat irgendwie ganz so einen grünen Stich. Ja, also das hatte ich eben schon mal an. Und oh mein Gott, also einmal die Weste, dann noch einmal dieser Pulli hier und dann noch die Tasche. Und ich finde die Tasche auch so schön. Das ist doch so perfekt so zu dieser Hose und so. Und ich liebe es einfach, das ist wow. Das ist einfach so nice. Und dann habe ich hier noch so einen anderen Pulli. Der ist zwar so ähnlich, aber der hat eigentlich eine total andere Farbe. Okay, man sieht das jetzt gerade gar nicht so. Naja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich finde es so geil. Ich hätte jetzt echt nicht erwartet, dass ich hier so nice Sachen finde. Oh mein Gott, also dieser Gürtel, der, ich weiß nicht so. Mantel. Also die sieht halt schon. Okay, irgendwie sieht die gerade auf dem Video ein bisschen nice aus. Auch mit dem Gürtel. Ah, ich weiß nicht so. Das haben mir die Verkäufer halt sozusagen angezogen, aber ich mag den Mantel, aber irgendwie bin ich mir wirklich voll unsicher. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade einmal mit meiner Schwester und meiner Mutter einfach alle die gleichen Kleider an in einer unterschiedlichen Farbe. Wir kaufen die nicht, aber es ist einfach irgendwie richtig geil gerade so, alle genau das gleiche so anzuhaben. Ich habe jetzt noch einmal dieses Kleidchen hier an und ich finde das voll hübsch, aber das passt nicht so perfekt zum Abtanzball und das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen zu groß, deswegen, ja, aber es ist richtig hübsch. Oh mein Gott, dieses Kleid, das ist so vorne so kürzer. Okay, mit den Socken sieht es jetzt scheiße aus, aber hinten ist es so längermäßig. Und es ist richtig, richtig hübsch. Aber es ist halt einfach irgendwie ein bisschen zu groß. Zu groß hier und so. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ja, mal gucken. Ansonsten, ich finde das so hübsch. So. Ja, wir sind jetzt komplett fertig mit Einkaufen und allem. Ich habe gerade eben auch noch ein, zwei Sachen gefunden. Ich habe mir auch noch mal wieder einen Smoothie geholt. Ja,
Ja, es war auf jeden Fall heute ein sehr erfolgreicher Tag und es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es zwischendurch mal ein bisschen anstrengend war. Ja, oh mein Gott, dieser Ausblick von hier ist so hübsch. Ich probiere jetzt gerade noch einmal alle Sachen an, die ich heute gekauft habe, um sie meinem Vater zu zeigen und allgemein, keine Ahnung, weil ich so happy damit bin. Und auch diese Tasche, die bekomme ich zuerst zu meinem Geburtstag, aber trotzdem. Ich zeige euch jetzt auch noch einmal alles, was ich so bekommen habe. Und dazu mache ich noch mal ein bisschen helleres Licht an. So, einmal habe ich hier diese Weste. Dann noch diesen Pulli, mit dem ich richtig zufrieden. Dann habe ich noch den Pulli. Der hat ein bisschen andere Farbe und sieht halt natürlich noch anders aus. So. Genau. Dann habe ich mir noch den Blazer geholt. Also es ist halt ein bisschen so anders, aber ich fand es irgendwie geil. So auch mit diesem einen T-Shirt da drunter sah es echt super aus. Und dann habe ich mir einmal von Zara nochmal so einen Top geholt. Aber das hat so einen Rollkragen. Das heißt, ich kann das auch immer richtig gut so unter die Pullis anziehen. Ich hatte keinen Bock, das in der Umkleide anzuprobieren. Ich kaufe sonst nie Sachen, ohne sie anzuprobieren. Aber die Schlange war so lange und ich war schon so K.O. Deswegen, ja, ich werde das gleich auf jeden Fall nochmal anprobieren und euch das dann auch nochmal zeigen. Ja, ich habe das jetzt noch einmal angezogen und oh mein Gott, das finde ich auch richtig geil. Dann habe ich hier noch so zwei Tops oder Unterhemden sozusagen. Einmal gekauft, eins in rosa und eins in braun. Genau, und das war es auch eigentlich alles. Ah, nee, ich habe ja ein paar Kleider anprobiert. Das habe ich euch ja auch vorhin gezeigt, welche ich so anprobiert habe. Aber das Beste von allen habe ich bei einer Freundin von meiner Mutter anprobiert, weil die hatte halt noch ein Kleid von ihrer Tochter sozusagen. Und davon kann ich euch jetzt auch nochmal ein Bild einblenden. Genau, und das fand ich halt am besten. Das sieht jetzt auf dem Foto so ein bisschen braun aus, aber das ist es eigentlich gar nicht, deswegen, ja. Und ich bin auf jeden Fall richtig happy und das war ein richtig cooler Tag heute. Und damit würde ich auch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal!